Fabio Kaufmann. Fabio, das erste Mal aus Aalen weg, das erste Mal von zu Hause weg. Wie ist das so mit dem Heimweh oder geht das? Nee, mit Heimweh habe ich kein Problem. Ich fühle mich hier pudelwohl, die Jungs haben mich gut aufgenommen und ich bin froh, dass ich hier bin und freue mich, wenn die Saison endlich losgeht. Wie ist das Wetter in Aalen? Besser als in Cottbus? Kann man nicht so sagen, aber es ist heute wahnsinnig heiß zum Trainieren, ne? Ja, die Temperaturen sind momentan nicht ganz einfach. Die machen die intensiven Einheiten noch einen Tick schwerer. Da müssen wir durch, am Spieltag können wir es uns auch nicht aussuchen und deswegen müssen wir jetzt schwitzen. Ihr habt heute 1000 Meter Läufe gemacht, habe ich das richtig, wenn du gerade schwitzen sagst? Ja, 4 Stück, zweimal. Ja, die haben es schon in sich gehabt. Aber du siehst es trotzdem so sportlich, dass es wichtig ist für die Vorbereitung der Saison. Ja klar, die Grundlagenausdauer, die macht man nun mal in den ersten 2 Wochen in der Vorbereitung und da müssen wir jetzt durch. Die Spiele werden oft auch in den letzten Viertelstunden entschieden, da geht es über die Fitness und da müssen wir hellwach sein. Wie bist du selber in Cottbus angekommen? Wie gefällt es dir in Cottbus? Ja, mir gefällt es ganz gut. Es ist eine schöne kleine Stadt. Man kann sich auf jeden Fall wohlfühlen. Und ich denke, mit den Jungs zusammen ist da immer mittags was drin, irgendwas zu unternehmen. Was denkst du, was geht in der Jubiläumssaison 2015, 2016 für den FCN Cottbus? Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Wir haben ein paar neue dazu bekommen. Ich denke, wir müssen da von Spiel zu Spiel denken. Wir müssen unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Jeder will erfolgreich sein und das wollen wir und dann müssen wir am ersten Spieltag damit anfangen und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Okay, danke. Unsere 17, Fabio Kaufmann.